Und dann kriegst du gleich noch ein Para-Heilerchen. So, Para-Heiler. Da oben ist nämlich noch ein Feuerkämpfer. Da können wir ja auch Amphi einsetzen. Amphi soll ja einfach Level abgehen, ne? Ja. Entschuldigung, ich bin einfach an dir vorbeigestapst. Ich übe mich im Feuerspucken. Eigentlich gruselig, ne? Alter, der hat Magmaster dabei. Geil, Alter. Das sind XP-lastige Viecher. Gibt's hier eigentlich auch die Entwicklung von Magma? Die Mag... King, Mag... Macaroni, Mag... Mag der mich noch? Mag... Ich weiß nicht. Ihr wisst aber, was ich meine. Hey, kannst du mal aufhören, meinen Fell anzuzützen? Meine Wolle. Entschuldigung. Ein Schaf hat kein Fell, sondern eine Wolle. Sondern Wolle, nicht eine Wolle. Sondern... Ihr wisst schon. Oh, den will ich als Freund haben und immer wieder bekämpfen. Der gibt EXP. Pokémon wechseln. Batman. Ich bin Batman. Hallo. Feuerspucker Wolf. Genau so soll das sein. Zurückschrecken. Au. Zubat brennt. Sieht bestimmt auch geil aus, wenn ein brennendes Zubat durch die Weltgeschichte fliegt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das doch schon ziemlich cool wirkt. Aber wir können uns ja heilen. Unser süßes Zubat macht ja hier schon. Kann sein, dass die anderen Fähigkeiten besser sind, aber Biss macht immer diese schöne Zurückschrecken. Nein, Rauchwolke. Das hindert meinen brennenden Zubat aber nicht dabei, ihn zu fressen. Sehr schön. Nam nam. 500, Alter. Das ist... Oh, geil. Das geile EXP. Aua, jetzt habe ich mir die Nasenspitze verbrannt. Ich kann mir vorstellen, dass die auch überhaupt gar keine Nasenhaare haben. Willst du mit einem alten Feuerspucker wie mir die Telefonnummer tauschen? Immer. Komm, gib mir alle. Vor allem hast du Magmas und die geben echt viel EXP. Die Nummer wurde registriert. Sauber. Wenn ich telefoniere, höre ich ausnahmsweise auf mit Feuerspucken. Also ruf mich an. Was interessiert mich denn dein Feuerspucken? For real, man. Also ich hätte gerne noch Bebop und Batman Level Up, bevor wir... Bevor wir weitermachen. Bevor wir eigentlich die Arena machen. Ditto! Oh Gott, oh Gott. Er setzt das Verwandler ein, ne? Ist das nicht so? Oh ne, er schreckt einfach nur zurück, okay. Wir laden damit die EXP, die HP wieder auf von Batman, ne? Einfach so ein bisschen beißen, dann kriegen wir jedes Mal ein und dann... Das wäre zwar echt cool, wenn das mehr bringen würde, aber naja. Kann ja nicht alles im Leben haben, ne? So, hier sind auch noch Pokémon-Kämpfer. Also man findet hier auf jeden Fall noch viele. Mich zieht es überall dorthin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Da waren Ditto, hier gibt es keine. Doch, ich glaube, hier gibt es einen Yanma, oder? Und Blutzug gibt es auch, mich auch. Finde ich aber langweilig. Blutzug, Omod war auch nie wirklich meins gewesen. Muss ich sagen. War nie wirklich, dass ich sagen konnte, so, oh ja, geil oder so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht wirklich, also, nö. Oh, guck mal, wie viel das geheilt hat. Liegt das wirklich am... Alter, das hat 3 geheilt. Nice. Liegt das doch daran, wie viel Schaden wir machen? In Proportion gesehen? Das hat jetzt 3 geheilt. Das ist cool.
Jetzt wieder nur einen, ne? Ja, weil weniger. Okay. Cool, Level up. Entwicklung? Gut, Level 19 ist eine eigenartige Entwicklungszahl. Würde mich wundern. Lass uns... Alter, will hier jeder... Will hier jeder Deppel mit mir Telefonnummern tauschen? Was ist denn los? Bin ich hier so ein Promi oder was? Ruf mich an, wenn ich dir, wenn dir mal wieder ein Sinn nach dem Kampf steht. Die, die nur plaudern wollen, kann ich eigentlich auch rauslöschen, oder? Weil die wollen ja nur plaudern. Und die, die sagen kämpfen, gegen die können wir noch kämpfen. Und die anderen, die sagen, hier, ich suche dir Items, ich ruf an, wenn ich was gefunden habe, sind auch wichtig. Aber der Rest ist, glaube ich, echt useful, useless, oder? Dieser Baum. Ja, wir können Valkyra da jetzt nicht gegenwerfen. Ein Paraheiler. Genau den haben wir verbraucht. War hier nicht vorher auch immer... Ach nee, da unten geht's noch weiter. Welche Art von Pokébälle verwendest du? Die haarigen. Ich werfe ausschließlich mit haarigen Pokébällen um mich. Ich zerschnippel einfach das Taubsi. Auch wenn es, glaube ich, schon Wirbelwind kann, Wirbelsturm kann. Aber nichtsdestotrotz hier. Taubruga. Ja, weiterkämpfen. Ich weiß, dass Bebop alles kann. Und ich glaube so fest an Bebop, dass ich das erstmal einschläfer, das Pokémon. Schade, dass man nicht vergiften und einschläfern gleichzeitig kann. Das wäre so toll. Geht das eigentlich irgendwann? Oder geht jetzt, egal welche Pokémon-Reihe, ist egal. Es wird einfach nicht so kommen. Das gleichzeitig. Ist ja Druckzuck-Hieb eingesetzt. Das gleichzeitig, ne, weißt du? Das ist schlafen, vergiftet, verbrannt, paralysiert, alles gleichzeitig. Gut, alles. Muss jetzt ja auch nicht sein. Sehr gut gemacht, Bebop. Stolz auf dich. Das wäre eigentlich, ja, weiß ich nicht. So, Bebop, entwickelst du dich? Wobei Level 19 immer noch. Mist, nicht schnell genug. Nein, nein, nein. Wo bin ich hier eigentlich? Hier liegt ein Ball. Gegenstoß. Nee. Kann ich mir hier eigentlich einen Wo-In genau kaufen? Jetzt, wo ich Gegenstoß gelesen habe. Weil der kann ja Konter. Was mit diesen Felsen machen. Der ist auffällig irgendwie. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht warum. Oh, ein Nidoran-Weibchen. Ich mag Nidoking. Nidoking ist viel cooler als Nidoqueen. Weiß auch nicht warum. Es ist einfach cooler. Da ist es. Das ist viel cooler. War ich auch an überlegen, ob wir uns dieses Pokémon holen. Nidoran, Nidorino und Nidoking. Wäre natürlich auch cool. Aber... Animation. Wo bin ich? Ich glaube, jetzt bin ich hier beim Schüttelbaum, ne? Ja. Dance, dance. Ich bin Flora vom Blumenladen. Ich muss dir was erzählen. Als ich ein bisschen Wasser auf diesen wandelnden Baum geschüttet habe, ist er vor Schreck zusammengezuckt. Das ist bestimmt irgendein Pokémon. Wenn du noch mehr Wasser drüber kippst, zeigt es dir bestimmt auch seine wahre Gestalt. Ist aber ein Mogelbaum. Ich weiß, wir wollen. Ne, warte mal, lass mich mal Batman einsetzen. Komm. Batman und dann kämpfen wir als erstes gegen. Ne, der da. Der hier schon gut. Wir kämpfen gegen den. Ist egal, wir kämpfen sowieso gegen alle. Ich bin gegen jede Art von Pokémon-Trainer gewappnet. Na, das wollen wir ja mal sehen. Ich bin.
Der andere. Was bist denn du? Schulkind. Tangela. Ach Göttchen. Hat es hier auch seine Entwicklung? Deswegen, ich kenne es ja immer nur als, hat keine Entwicklung. Niemand kann mich einschläfern. So, es gibt wieder zwei. Nein, wir werden eingeschläfert. Manjo. I hate it. Gibt es eigentlich irgendwie eine bestimmte... Ja, weiß ich nicht. Einen bestimmten Wert, wie lange ein Pokémon schläft? Dass man sagen kann, hey, es ist vom Wesen her kampflustig oder so und schläft nicht so lange? Oder irgendwie sowas in der Art? Mein Pokémon hat mich ganz doll lieb, es schläft nicht so lange? Oder, ja. Und es setzt nur Wachstum ein, Alter. Und unser Batman pennt einfach die ganze Zeit. Ich habe Angst, wenn es gleich Rankenhieb einsetzt, dass es die Weltgeschichte vernichtet. Gott sei Dank sind wir vorher aufgewacht. Gott, ist das ein unnötig doofes Pokémon. Muss ich einfach mal sagen. Tangela ist da schon wirklich... Alter, 600. Es gibt halt echt viel EXP, ne? Hoppla, habe ich mich etwa verrechnet? Ja, gegen jede Art von Pokémon-Trainer der will auch mal. Ich laufe immer mit der Nase tief in ein Schulbuch herum, weil ich noch nach unten schaue, sehe ich dabei ab und zu Items auf dem Boden. Ja, klar, warum nicht? Wenn es irgendwann zu viel wird mit den Nummern, dann müssen wir die raussuchen, die nur quatschen wollen. Weißt du, wenn denn da immer nur welche sind, die quatschen wollen, die müssen wir dann rauslöschen. Mal sehen, ob ich deine Gedanken erraten kann. Okay, wenn man versucht, daran zu denken, was man gerade denkt, dann denke ich ja nur daran zu denken, was ich jetzt denke. Dann kann er ja meine Gedanken ja gar nicht so erraten, weil ich ja gerade daran denke, zu denken, was ich gerade denke. Dann ist das Erraten der Gedanken ja recht einfach. Weißt du, was ich meine? Ach, nur die kleinen Abras hier vernichten. Ach ja, sind die süß. Weil ich Abras ja immer noch mag. Und Kadabra. Oh, jetzt geht's richtig steil, du. Aua. Könnte wehtun, glaube ich, ne? Batman darf nicht sterben. Batman ist die Art von Pokémon, die nicht sterben darf. Aber wir gehen jetzt zum Glück Level up. Aua, das tat echt weh. Ein Pokémon, was tot ist, entwickelt sich nicht, ne? Nö, Fehlanzeige. Ach Mann, warum entwickelt sich Batman nicht? Was ist los mit Batman? Flump. Ein Aprikoko Blue. Ja, eigentlich wechseln, ne? Amphi. Kommen wir nicht jetzt, glaube ich, zu den Käfer-Wettbewerb hier irgendwo oder so? Ich weiß es nicht mehr. Nationalpark. Ja, hier war immer der Käferwettbewerb, ist aber scheinbar heute nicht. Ich guck mal unten lang, ob Käferwettbewerb ist. Geh mal weg dabei. Warte mal, wir kommen von hier hinten irgendwo. Ne, von auf der Seite? Hier, da bekommen wir die Flinkheitsklaue. So, jetzt mal hergehört, Herrschaften. Oh, entschuldige. Ich muss echt mal diese Lehrergehabe loswerden. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's?
Du scheinst sehr hart zu arbeiten. Hier, nimm das als Belohnung. Flinkklaue erhalten. Wusste ich nämlich noch. Gib dieser Flinkklaue einem deiner Pokémon und es wird mit ihrer Hilfe im Kampf ab und zu die Initiative erhalten. Wolf! Hallo, ich bin's Wolf. Alles okay? Moment. Magst du etwa Taubsi? Naja, ich finde sie ganz okay, aber so läuft es eben in der Welt. Manchmal frage ich mich, warum die mich anrufen. Manchmal frage ich mich einfach, warum mich diese Leute anrufen. Was wollte der jetzt von mir? Was zum Teufel wollte der jetzt von mir? Ich glaube aber nicht, dass Käferwettbewerb ist, ne? Oder? Das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Ja, und wir haben Mittwoch. Oh Mann, und wir haben Mittwoch. Kacke. Ich gehe erstmal ganz zurück und heile meine Pokémon. Oh. Auch gerade, weil dass wir am Mittwoch das machen müssen. Das ist schon kacke. Zack. Oder erst mit Level 21? 20 könnte auch noch eine Entwicklung für. Nee, warte mal. Zubat ist gerade Level 20 geworden, ne? Mann, ich will Gulbat haben jetzt. Nicht nur dieses kleine Zubat-Ding hier. Oder vielleicht mit Level 21. Ich habe echt keine Ahnung. Da oben können wir aber noch ein bisschen trainieren. Im National Park. Und dann sind wir schon so weit, dass wir in den Radioturm müssen. Und dann können wir die Arenaleiterin besiegen. Dann können wir die Gießkanne uns holen. Dann können wir Mogelbaum rubbeln. Und dann, ja. Was denn jetzt? Halt, halt, halt! Da hinten wird gerade gebaut. Unsere Sicherheitsvorschriften lassen dort keine Passanten zu. Aber bald kannst du auch hier durch. Freu dich schon mal darauf. Was ist denn da? Ich konnte mich an diesen Weg nicht erinnern, deswegen wollte ich da lang. Was ist denn? Das kenne ich nicht. Oh, ich mag die Musik. So, hier kann ich Käfer-Pokémon fangen. Dreckige kleine Käfer-Pokémon. Mein süßes Pokémon ist das entzückendste von allen. Sieh dir an, wie stolz es mich macht. Okay, Mutti. I have to look. Snubbel. Donnerschock. Charme. Weil es so süß ist. Ich find's überhaupt nicht süß. Warum wird Snubbel eigentlich als süßes Pokémon angesehen? Ich find's, das sieht eigentlich total eklig aus. Mit seinem Überbiss da und Zähne und... Weiß ich nicht, warum wird das immer gesagt? Ey, Snubbul ist süß. Granbull ist ja auch nicht süß. Im Kampf bin ich der Verlierer, aber in Sachen Stolz bin ich unschlagbar. Oh. Geht mir trotzdem. Dein Pokémon-Team ist so unglaublich niedlich. Ich könnte zerschmelzen. Ich sehe, du liebst Pokémon genauso wie ich. Ich weiß, gib mir deine Telefonnummer. Dann können wir plaudern und wir... Nein. Oh. Das ist enttäuschend. Ich will nicht plaudern. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag. Ich bin der Kamerakaus Wickbert. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit einer Erinnerung? Jo, mach mal. So haben wir es gern. Dann mach dich mal frei. Fürs Vögeln. Oh. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das Bild ist sehr gut geworden. Du kannst dir den Schnappschuss an deinem Computer ansehen. An jedem Computer ansehen. Oh, das war aber süß, pixelig.
Oh, so ein Perversling. Oh, Sonnenkern. Sonnenflora, Flora. Wollte ich immer haben. Gab's, glaube ich, auf Gold nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ewig danach gesucht. Aber ich glaube, das gab es in Gold nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Oder weil ich nie einen Sonnenstein hatte. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Gump?